Heute geht es um das Thema Angst vor Videos, wie du diese überwinden kannst. Denn viele denken, fangen wir bloß nicht mit Videos an, ich mag keine Videos, ich will keine Videos. Aber in der heutigen Zeit, wenn es um deine Sichtbarkeit geht, sind Videos einfach wichtig und sie werden immer wichtiger. Und ich möchte dir heute drei Schritte aufzeigen, wie du diese Angst vor Videos überwinden kannst. Aber erst einmal, wo kommt sie eigentlich her? Viele Menschen haben Angst vorm freien Reden, das wissen wir. Dazu gibt es auch viele Anleitungsvideos. Und man kann auch zu Organisationen wie Toastmasters gehen, wo man das Ganze übt und praktiziert und überwindet. Da gehöre ich auch dazu. Aber wie ist das mit Videos? Das ist noch eine Hürde größer. Denn da kommen solche Gedanken ins Spiel. Ja, wenn ich das ins Internet stelle, dann können das Millionen von Menschen sehen. Und was werden die über mich denken? Dann können das auch meine Nachbarn, meine Freunde oder meine Kollegen sehen. Und was werden die dann über mich denken? Das ist nochmal eine zusätzliche Hürde, die bei Videos ins Spiel kommt und die viele Menschen davon abhält, Videos zu machen. Der zweite Punkt ist der Perfektionismus. Es muss erst richtig gut sein, bevor ich damit an die Öffentlichkeit gehen kann. Aber es ist bei Videos genauso wie mit einer neuen Sportart lernen. Wenn du Golf lernen willst, kannst du dir das Wissen zwar anlesen, aber du musst auf den Platz gehen, den Schläger in die Hand nehmen und den Ball schlagen, damit du es wirklich lernen kannst. Und mit Videos musst du auch einfach anfangen. Und ich möchte dir heute drei Schritte geben, wie du das einfach tun kannst. Ich bin Sabine Schmelzer und ich bin Videoexpertin für Solopreneure. Und ich möchte dir Mut machen, dich mit Videos zu zeigen, denn es wird immer wichtiger. Der erste Schritt ist, mach dich vertraut mit deinem Aussehen, deiner Stimme und der Technik. Und zwar erstmal nur für dich alleine. Fang an, mit Videos aufzunehmen, wo du über private Dinge sprichst, den letzten Urlaub, dein Hobby, deine Familie, sonst irgendetwas, so als ob du es einer besten Freundin erzählen würdest. Denn diese Videos sind für niemanden bestimmt, die sind nur für dich, damit du dich daran gewöhnst, wie das ganze Setting ist, wie du in die Kamera sprechen musst, wie sich deine Stimme anhört, wenn du nachher deine Videos anschaust, weil die hört sich erstmal komisch an, aber das ist ganz normal, da wirst du dich dran gewöhnen. Also diese Videos geht nur darum, sich vertraut zu machen. Nimm sie auf, schau sie dir an und dann lösch sie wieder. Sonst machen sie nur deinen Speicherplatz voll. Die sind wirklich nur zum Üben. Und mach vielleicht ein Thema zum zweiten Mal, damit du siehst, wie du dich schnell verbessern kannst, oder mach drei verschiedene Themen, um einfach in dieses Sprechen vor der Kamera reinzukommen. Der zweite Schritt, sind zwei Finger, ist dann, das Ganze in einer geschlossenen Gruppe zu machen. Zum Beispiel auf Facebook. Wenn du schon eine Gruppe hast, kannst du das dort machen. Du kannst dir aber auch eine eigene Gruppe anlegen und dort Freunde oder Kollegen einladen, die sich mit dem Thema auskennen oder die schon mal solche Videos gesehen haben. Frag bitte nicht Menschen nach Feedback, die keine Online-Videos kennen, weil die beurteilen das mit Kriterien so wie im Fernsehen. Das hilft dir nichts, sondern frag Menschen, die auch im Online unterwegs sind und die schon viele Online-Videos gesehen haben, nach Feedback für deine Videos. Denn dann wirst du noch mehr sehen, wo du dich verbessern kannst. Dann geht es oft auf die Inhalte. Dazu habe ich schon mal frühere Videos gemacht. Also hol dir Feedback von noch jemand anderem in einem geschlossenen, geschützten Rahmen. So mache ich das auch in meinen Kursen und mit meinen Kundinnen. In einer geschlossenen Facebook-Gruppe bekommen sie Feedback von mir, wie sie sich verbessern können. Und du wirst sehen, meist bist du besser, als du denkst. Und der dritte Schritt, der ist dann erstmal als nächstes öffentlich zu gehen, entweder auf deinem Facebook-Profil oder auf deiner Facebook-Seite. Und warum gerade Facebook? Ja, weil auf Facebook
die Videos in der Timeline einfach nach unten verschwinden. Die bleiben dort nicht. Die bleiben dort, aber man findet sie nicht so schnell wieder. Und wenn du mal 50, 60 Videos hast, dann scrollt keiner mehr nach unten zu deinen allerersten Videos. Während wenn du auf YouTube deine Videos hochlegst, dort bleiben sie schon etwas länger stehen, dort werden sie auch eher gefunden, aber Facebook ist, um in die Öffentlichkeit zu gehen, erstmal gut zum Üben. Also das wäre dann der dritte Schritt. Und dann musst du natürlich über gute Inhalte für deine Zielgruppe sprechen. Schau dir dazu einfach das andere Video an, wie du gute Inhalte findest. Und wenn du dieses dreistufige Vorgehen machst, also erstmal nur für dich selber und dann sofort löschen. Das zweite in einer geschlossenen Gruppe mit Feedback von jemand anderem und dann erst in die Öffentlichkeit gehen, bekommst du immer mehr Sicherheit beim Videoaufnehmen, wie du sprichst, was du sagst, dass die Einstellungen stimmen, wie du deine Inhalte aufbaust. Schau dir da auch meinen kostenlosen Mini-Videokurs an. Dann bekommst du Sicherheit und dann wirst du auch immer überzeugender werden in deinen Videos. Fang also mit diesen drei Schritten an, denn ich möchte dir Mut machen. Videos sind das Medium der Zukunft. Ich lade dich auch herzlich ein in meine Facebook-Gruppe. Das ist eine geschlossene Gruppe, wo du dich auch mit deinen ersten Videos zeigen kannst und Feedback bekommst. Komm auch gerne dahin und abonniere meine Seite oder meinen Kanal hier, denn ich gebe dir hier jeden Dienstag neue Tipps für deine Videos, für deine Videopräsenz, deine Videoinhalte und alles, was dazu gehört. Bis zum nächsten Mal. Ciao.